Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Ja, wir erforschen gerade hier die Entwesungsanlage, das ist so unser Auftrag, dem gehen wir gerade mal ein bisschen nach. Und ja, mittlerweile haben wir das dritte Gebäude freigeschaltet, haben hier uns ein bisschen ausgetobt. Und ja, mussten noch mal einen Psychiater auch nachrüsten, weil ja, da doch ein großer Andrang zu sein scheint. Das ist etwas Besonderes. Etwas so, hier haben wir noch ein Grundstück, hier haben wir noch ein großes Grundstück, hier hinten ist auch noch eins. Sollte, da ist auch noch eins, sollte auf jeden Fall ausreichen für das, was wir hier noch vorhaben. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio Two Point. Ja, aufgerüstet haben wir unsere Maschinen auch so weit wie möglich. Einen Hausmeister könnten wir vielleicht auch mal einstellen. Der ist ziemlich gut in der Instandhaltung. Und ja, dann nehmen wir den hier vielleicht noch. So, 10 Patienten geheilt. Das haben wir geschafft. Kriegen wir auch wieder ein paar Kudosch-Punkte dafür. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. Hier ein Zeitschriftenstand. Dann können wir nochmal einen Assistenten dafür einstellen. Oh, ich den hier. Der ist sogar günstiger als der andere. Und hat mehr drauf. So. Was ist hier los? Ist schon fertig. Wollen wir mal gucken, dass wir hier einen Forschungsarzt direkt machen, der nichts anderes macht, als zu forschen. Der ist aber gerade nicht da. Das heißt, ja, der muss erstmal wieder im Rang aufsteigen, bevor er was machen kann. Diagnostik können wir vielleicht nochmal lernen. Bei dem einen oder anderen. Ja, komm, nehmen wir auch. Wir haben den Platz doch recht gut genutzt. Ja, auch wenn die Räume ziemlich groß geworden sind, hätte man bestimmt auch noch optimaler bauen können. Aber ja, ich bin zufrieden damit, wie es aussieht. Ja, Notfall für die Frakturstation können wir ruhig annehmen. Da ist ja nichts los. Können wir vielleicht mal einen optionalen noch mit dazu einstellen. Damit es dann doch ein bisschen schneller geht. Den Herzraser können wir vielleicht auch noch mal ein zweites Mal bauen hierher. Und die Allgemeinärzte werden, achso, weil zwei Räume nicht befüllt sind, alles klar. Ich wollte gerade schon meckern. Sieht aus, als wäre die Himmelsbrücke in Smogli akut vom Einsturz bedroht, weil sie letzte Nacht von einem Meteoriten getroffen wurde. Alle Autofahrer werden gebeten, so schnell wie möglich über die Brücke zu fahren, nur für den Fall der Fälle. Es folgen weitere Nachrichten, sobald wir welche haben. Okay, befördere 3 Mitarbeiter, das kriegen wir hin. Haben wir sogar 180 Tage Zeit für. Weiterbildung ist abgeschlossen, sehr gut. Dann bringen wir mal Motivation noch den Leuten bei. Oh Gott, das sind da fast alle Assistenten, egal. Nehmen wir mit rein. Hauptsache die Annahme hier ist besetzt.
Entsorgung bitte. Okay, und das Forschungsprojekt geht auch gerade weiter. Sehr gut. So wollen wir das haben. Dann haben wir gleich nämlich den ersten Stern schon erreicht. Das Jahr ist fast vorüber. Gucken wir mal, was wir für Auszeichnungen gewonnen haben. Ja, sehr gut. Alles bis auf keine Todesfälle. Das ist eigentlich so der Standard meistens dann bei uns. Sterben tun die Leute dann doch immer mal im Krankenhaus. Wie sieht's aus? Haben wir keinen, der hier die Geister mal wegholen kann? Vielleicht steckt er auch irgendwie fest, weiß ich nicht. Okay, Marketing-Lizenz, tolle Neuigkeiten. Das Gesundheitsministerium des Two Point County hat uns gerade eine Marketing-Lizenz erteilt. Jetzt können wir Marketing-Kampagnen starten, um den Ruf unseres Krankenhauses zu verbessern und es attraktiver für Patienten und Personal zu machen. Wir müssen ein Marketingzimmer bauen und einen Assistenten mit Marketing-Ausbildung einstellen oder dafür weiterbilden. Ja, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Also der scheint hier irgendwie festzustecken, der Geist. Ah ja, jetzt ist er weg. Und jetzt wird er auch weggesaugt. Sehr gut. Okay, dann bekommen wir jetzt erst das Ein-Sterne-Krankenhaus. Also 10 Patienten mit tierischer Anziehungskraft heilen. Das packen wir mal hier hinten hin, das Zimmer. Hoffel hat ein aufmunterndes Sprichwort geschickt, dass sie sofort ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Das Leben ist wie eine Karotte und deine Aufgabe ist es, der Hase zu sein. Na, wenn es sonst nichts bringt, hat man wenigstens ein gutes Sehvermögen, nehme ich an. So ein paar Schränkel. So, vielleicht noch ein Feuerlöscher. Okay. So, Forschung ist abgeschlossen. Müssen wir dann gleich mal gucken, was wir als nächstes erforschen wollen. Sondermeldung, 4 von 6 Patienten haben wir geheilt. Farbtherapie müssen wir noch machen. Weiterbildung machen wir ein andermal. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier erforschen als nächstes. Würde ich sagen, ja, ruhig die Verbesserung der Entwesungsanlage. Das macht, glaube ich, Sinn. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So, was können wir hier noch hinballern? Eine Mülltonne auf jeden Fall. Und dann hier hinten vielleicht nochmal so einen Automaten. Zack. Sehr schön. Ja, und starte eine Marketingkampagne. Dafür müssen wir dann wieder ein weiteres Grundstück freischalten. Nehmen wir das hier mal. Das direkt nebenan. Ja, und wie gesagt, Farbtherapie müssen wir noch machen. Die Allgemeinmediziner sind auch sehr ausgelastet. Und die sind sogar alle besetzt. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachsteuern. Was nehmen wir denn hier mal? Gucken wir mal, dass wir Marketing vielleicht auf einen von unseren Assistenten anwenden. Können natürlich auch einen einstellen dann.
Na, das wird auch spannend hier. Also da können wir so gut wie gar nichts hinbauen auf diese Ecke. Hier unten eine Toilette vielleicht. So, und das Marketing, das findet dann hier unten Platz. Regale. Können, glaube ich, auch nicht schaden. Abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Spritzmeisters gerufen. So, damit erreichen wir Prestige 4. Sehr gut. So, um eine Marketingkampagne zu starten, klicke auf den Marketingtisch oder setze einen Assistenten mit Marketingausbildung in das Zimmer. Allgemeine Kampagnen verbessern den Ruf des Krankenhauses insgesamt. Bewerbungskampagnen erhöhen die Anzahl der Kandidaten, die sich auf verschiedene Stellen bewerben. Und die Aufklärungskampagnen erhöhen die Anzahl der Patienten mit bestimmten Symptomen und verbessern deinen Ruf bei der Behandlung spezifischer Krankheiten. Hinweis, schalte mehr Aufklärungskampagnen frei, indem du in jedem Gebiet neue Krankheiten entdeckst. Ja, das machen wir dann mal. Gucken wir mal, was wir denn für eine Kampagne starten. Ja, ich glaube, Psychiatrie wäre cool. Weil da ist gerade tote Hose und davon haben wir so viele Räume. Genau, machen wir die mal. Psychiatrie. Vielleicht für 6 Monate erstmal, halbes Jahr. Ist, denke ich, in Ordnung. Verdiene 100.000. Ja, dem Mitarbeiterwunsch können wir ruhig stattgeben. Was wir machen können, wir können hier vielleicht noch mal was ransetzen. Ihr hört Harrison Wolf auf Radio. Graue Anatomie in der Farbtherapie müssen wir ablehnen. Und ich bin Harrison Wolf. Wenn ihr aus Versehen eingeschaltet habt, könnt ihr ruhig dranbleiben und zuhören. Dann müsst ihr nicht extra einen neuen Sender einstellen. So, jetzt aber. Dann können wir die Farbtherapie hier nochmal platzieren. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann haben wir hier noch mal 1-2 Schränke hin. Da vielleicht auch noch ein. Super, steigen wir auf Rang 4 auf. So, das Ding können wir gleich verbessern. Und dann platzieren wir hier natürlich auch wieder Getränkeautomaten. Und etwas zum Essen. Wir müssen dafür sorgen, dass es hier warm bleibt. Okay, das ist zu nah dran. Nehmen wir den hier. Ja, das sieht gut aus. Dann platzieren wir schon mal Pflanzen für das Wohlbefinden.
So, den Rest füllen wir dann mit solchen Sachen hier auf. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Da kann ruhig nochmal so ein Geschenkeladen hin. So, ein Trophäenschrank. Dann haben wir hier ein bisschen was in dem Bereich. So, Efeu würde ich dann hier nochmal hinpacken. Ich möchte, dass ihr euch euer Radiogerät okay, anseht. Okay, sehr gut. Seht es euch an. Jetzt hebt es hoch. Fühlt das Gewicht in euren Händen. Öffnet ein Fenster. Jetzt möchte ich, dass ihr euer Radio hinauswerft, mit so viel Schwung wie möglich. Denn Musik verdient es, frei zu sein. Begebt euch dann zu eurem nächsten Radioreparaturdienst. Aber das habt ihr vermutlich jetzt nicht mehr gehört. So, es soll ja nicht sein, dass denen kalt wird, wenn sie hier reinkommen. Okay, Leute, vielleicht sollten wir vielleicht die Marketing-Kampagne auf den Raum hier ausrichten, damit wir halt die tierische Anziehungskraft auch voll bekommen. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis solche Patienten hier mal auftauchen. Krankenpfleger zum Spritzenhaus, bitte. So, ich glaube, wir haben viel zu wenige Hausmeister. Das reicht. Steht ein Assistent. Wie viele haben wir denn? 6 Stück. Ja, machen wir den mal. Durchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, dann gucken wir mal, was wir hier den Leuten beibringen können. Allgemeinmedizin. Ja, ist einer, der die Stufe 2 lernen kann. Würde ich mal bei dem hier machen. Oh, da raucht es schon. Einmal befördern. Ja, der kriegt neue Farbe. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Ja, wir brauchen unbedingt richtige Forschungsärzte. Lass uns mal gucken. Einer von den Ärzten wäre dafür, glaube ich, geeignet. Der hier unten. So, sagen wir mal, die kümmert sich ausschließlich um die Forschung. Bildet 3 Mitarbeiter weiter. Können wir mal annehmen. Machen wir sowieso von Zeit zu Zeit. Auch wenn es hier gerade nur einer ist. Die Marketingabteilung. Sehr schön. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So, einen Notfall für die Station können wir annehmen. Die sieht ziemlich leer aus. 2 Patienten gerade hier. Bei 6 insgesamt. Wir haben 6 Betten. Ja, die müssten auch gleich wieder draußen sein hier, wenn der Notfall da ist. Geldsorgen haben wir auch keine mehr. Das läuft. So werden die perfekten Cheesy Gubbins geschaffen. So, was haben wir für Auszeichnungen bekommen? Todesfälle, ja, kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir einfach nicht hin, Leute. So, eine neue Ausbildung. Diagnostik 2. Oder Geisterjäger. Machen wir mal Geisterjäger.
jährlichen Preisverleihung. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Da stirbt schon wieder einer. Also kriegen wir den Preis schon mal wieder nicht. So, wie sieht's aus mit der Marketingkampagne? Die läuft noch einen Monat. Dann werden wir das ausweiten auf tierische Anziehungskraft. Würde vielleicht sogar Sinn machen, dass wir da nochmal einen zweiten Raum von haben. Können wir schon mal vorsorgen. Für den Fall der Fälle. Die Station hat jetzt eine kleine Schlange durch den Notfall. Psychiatrie ist gut besucht, ja, weil wir da die Marketingkampagne gemacht haben. So, drei Mitarbeiter haben wir erfolgreich weitergebildet in der angegebenen Zeit. Geistige Reihe ist abgeschlossen, sehr gut. Dann wollen wir mal direkt gucken, was wir als nächstes machen. Diagnostik 2, glaube ich. So, 4 von 6 geheilt, das reicht aus. So, komm schon, wir wollen hier was anderes ausrichten. Ihr hört Musik, zu der man Simulationsspiele spielen kann, Teil 3. Das war seinerzeit ein großer Hit für die Background-Noise-Band. Ich habe gehört, sie haben sich aufgelöst, weil der Bassist hinter einem schlecht platzierten Möbelstück in einer Zimmerecke feststeckte. Oh, der ist gestorben. So wird das natürlich auch nichts hier, wenn die sterben. Und er geht erstmal in Pause. Ja, kann man mal machen. Ich würde hier gerne noch mal einen Pausenraum hinklatschen. Vielleicht reicht das ja aus hier. Ja, wird ein bisschen eng. Reicht ein Raum von 2? Ja, komm, das brechen wir mal ab. Dann bauen wir den lieber selber noch mal. Reicht, glaube ich, ein kleiner Heizkörper. So, Prestige 3 reicht mir. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Pausenraum. Und dann platzieren wir die einfach mal, ja, ich würde sagen, so ein bisschen hier. Geht das nicht? Ah ja, jetzt. So, Beförderungen machen wir natürlich auch. So, jetzt müsste doch die Marketingkampagne auch mittlerweile vorbei sein. Dann können wir mal gucken, dass wir hier
tierische Anziehungskraft machen, auch für 6 Monate. Okay, Forschungsprojekt abgeschlossen, sehr gut. Dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht die Flüssigkeitsanalyse weiter erforschen. Da haben wir schon einige Forschungspunkte. So, dann wollen wir das natürlich gleich mal anwenden. Da auch. Zack. Ja, und ich glaube, wir kommen nicht drum rum, hier nochmal die ein oder andere Psychiatrie zu bauen. Ich suche immer noch nach dem perfekten Hobby. Letztens habe ich versucht, Zaubertricks zu lernen. Aber ich hatte das Gefühl, ich würde mich damit nur selbst belügen. Also habe ich es sein gelassen. Wenn irgendjemand ein gutes Zuhause für 2 Dutzend weiße Kaninchen kennt, dann ruft mich an. So, ein Notfall mit Discofieber. Psychiatrie ist gerade sehr ausgelastet. Wir versuchen es trotzdem mal. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Schaltet gerne ein, wenn es weitergeht. Und lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal.